wie die mensen van Olen ihre kirche verschieben konnten. Die kirche van Olen stand viel zu sehr nach hinten. Die bauern van Olen sagten, vor der kirche ist zu viel Platz. Und mit einem Pferd kommt man hinter der kirche fast nicht vorbei. Die kirche muss mehr nach vorne. Aber wie? Der Bürgermeister sagte, kommt Männer, wir wickeln dicke Seile um die Kirche und ziehen dann die Kirche nach vorne. Alle zogen und zogen und zogen. Schweiß stammte allen im Gesicht, denn es war Sommer und so richtig heiß. Nach einer Zeit sagte der Bürgermeister, wartet Männer, es ist mir zu heiß. Er zog seine Jacke aus, faltete sie und legte sie vor der Kirchtür auf den Boden. Sie spuckten sich in die Hände und begannen wieder zu ziehen. Und sie zogen weiter und weiter. Aber plötzlich riss das Seil und alle Männer fielen auf den Boden. Das wird nichts, sagte der Bürgermeister. Sollen wir nicht lieber die Kirche nach vorne schieben? Aber dann wird die Kirche noch viel weiter nach hinten stehen, sagte ein Bauer. Ja, das stimmt auch wieder. Alle Mühe waren umsonst gewesen. Der Bürgermeister dachte nach. Und die Bauern sahen ihm dabei zu. Männer, rief der Bürgermeister, ich habe die Lösung gefunden. Wir müssen gegen die Rückseite der Kirche drücken. Die Bauern glaubten den Bürgermeister, denn er war der schlauste Mann von Olen. Alle liefen hinter die Kirche und begannen zu schieben. Und sie schoben und schoben. Währenddem die Bauern hinter der Kirche schoben, kam ein Bettler über den Kirchenplatz spaziert. Seht her, sagte der Bettler, vor der Kirche liegt eine schöne Jacke. Ob die mir wohl passt. Er probierte die Jacke an. Die passte ihm wie angegossen. Und schnell lief der Bettler weg. Und auch die Jacke war weg. Hinter der Kirche waren die Bauern und der Bürgermeister schon richtig außer Atem. Mal sehen, ob die Kirche schon ein bisschen nach vorne geschoben wurde, fragte die Bauern. Der Bürgermeister lief vor die Kirche, um nachzusehen. Er schaute und schaute, aber er sah seine Jacke nicht mehr. Männer, ihr habt gut gearbeitet, rief der Bürgermeister von Olen. Die Kirche ist ein ganzes Stück nach vorne geschoben worden, weil meine Jacke liegt schon darunter. Wir haben die Kirche über die Jacke geschoben.